So, willkommen zurück. Ich bin jetzt direkt beim Attentat. 3000 Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akkon, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, mein Lord. Folgt mir. Ja, ich folge euch auch. Komm schon, komm schon. Ich will auch da rein. So, da läuft er doch, oder? Nee, da ist er nicht. Er ist wohl schon viel weiter rein. Ja, da ist mir vorhin... Ach, schau an. Da ist mir vorhin mal... Er steht schon wieder unter Beobachtung. Oh, schau an. Was das uns wohl bringt, aber ich probier's mal aus. Hammer! Verdammt! Okay, ja, vorhin ist mir Assassin's Creed leider abgestürzt, aber... Naja, ich musste ja nur noch ein bisschen zum Attentat laufen. Und ja, wie ihr ja gesehen habt, habe ich dann sofort wieder die Aufnahme aufgenommen, als ich da war. War das der letzte? Die Aufnahme gestartet. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ja. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Er sieht aus, als hätte er voll den Bierbauch. Okay, ich weiß nicht so ganz, wofür das gut sein soll, dass sie da so lang laufen. Naja, ich werde mich mal um den hier kümmern. Und mich dann auf die Dächer begeben. Ja, auf diesem Dach ist nicht genug Platz für uns beide. Dafür wirst du bezahlen. Wunderbar. Dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Einmal was habt ihr zur Verteidigung verloren. Vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Nein, sicher nicht. Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf dass eine Ausbreitung verhindert werde. Habt ihr mich verstanden? Ja, mein Herr. Natürlich. Zu eurem Befehl. Gut. Dann kehrt zurück auf eure Posten, erfüllt von neuem Pflichtbewusstsein. Seid stark, seid auf der Hut und wir werden obsiegen. Zaudert und ihr werdet das Schicksal dieser Männer teilen. Dessen seid euch sicher. Wegtreten. Kommt nicht näher. Schließt die Tore. Gut wie wohl. Los, jetzt geht's aufs Ganze. Er muss bald müde werden. Will er
Will er etwa gegen uns kämpfen? Ja, will ich. Und das schaffe ich auch. Pam, pam, pam. Niemals, nicht mit mir. Ich nehme mich seiner selbst. Ja, wirklich? Dann werde ich mich euch um euch, ich mich auch um euch kümmern. Ja, das ist richtig. Tja, und das war's für dich. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Tja, manchmal muss man, um Gutes zu tun, auch erstmal böse Dinge tun. Ja, je mehr Leute wir töten, desto mehr müssen wir unsere Taten auch hinterfragen. Denn wie Altair schon gesagt hat, keiner der Getöteten verspürt Reue oder bereut auch seine Taten überhaupt. Hallo. Ja, der einzige Fluchtweg ist ja über die Mauer, nicht? Genau, das haben wir ja erfahren. Ja, wie er uns bemerkt hat, das glaube ich ja nicht. Tja, und goodbye. Und gut. Hey, runter. Tja, hast versucht, mich zu beleidigen? Dann kannst du mal runtergehen. Hier. Oh Mann, jetzt kommen sie alle. Das glaube ich ja nicht. Na, komm schon. Oh, jetzt wollen sie alles. Jetzt wollen sie alle was. Zack. Aber ich schaffe das schon, zu fliehen. Hoffentlich, irgendwie. Ich muss nur weiter nach oben. Ah. Da sehe ich doch schon eine Leiter. Wunderbar. Komm nur her. Pam. Au. Und nach oben. Da sind wir gut geflohen. Bevor sie jetzt die Steine werfen, bin ich schon weg. Und hier sollten wir in den Heuwagen springen können. Wunderbar. Hallo. Aua. Hallo, ich muss da mal durch. Danke. Nein, ich fliehe, wie ihr sehen könnt. Ja, gut. Wir müssen uns auf jeden Fall immer mehr fragen, ist das, was wir richtig tun, ist das, was wir tun, wirklich richtig? Oder ist das, was die, wenn es nicht so laut wäre, oder ist das, was die Templer tun, wirklich falsch? Gibt es überhaupt richtig und falsch? Und wollen die Templer den Leuten wirklich nur helfen, oder sagen sie das nur, um uns ja auszutricksen, also uns zu belügen oder was? Ja, also Altairs Zweifel sind schon berechtigt. Lasst ihn nicht entheilen!
So, ich glaube, ich kann gleich mal fliehen. Wo sind sie? Ah, da. Da hängen sie auch an den Dächern rum und folgen mir. Und der eine läuft gegen das eine Dach und kommt nicht hoch. So, die sind weg. Wunderbar. Dann gehe ich mal hier rüber. Darüber. 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 Ach, verdammt. Komme ich denn hier weiter? Verdammter Mist. Mach den verdammten Weg frei. Da stehen sie schon rum. Ich muss hier irgendwo rumkommen. Irgendwo. Verstecken wir uns mal. Dass sie uns hier nicht finden, das ist schon echt dumm. Vor allen Dingen wie viele. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe keine Chance. Lalalala. Nein. Habe ich keine Chance. Los, aus dem Weg. Ich muss hier mal vorbei. Irgendwo hin. Hallo. Wollt ihr mir auch noch folgen? Schön. Gut, ich glaube, ich mache es einfach wieder. Ich renne zum Assassinenbüro und erledige dann alle meine Verfolger. Außer es sind zu viele. Mal schauen. Hier kann ich auf jeden Fall mal hoch. Ah, wunderbar. Bam. Bam. Na, wer will was? Na, drei Stück. Keiner traut sich anzugreifen. Na, was macht der denn für einen Hampelmann hier? Also, ich finde schon, dass ich diese Schlacht gewinnen kann. Nein. Oh, okay, doch. Nun gut. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit, für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualim besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Wir sind aber auch irgendwie der Einzige, der sich da irgendwie Gedanken macht. Spule fort zu aktuellerem Gedächtnisabschnitt. Ob wir wirklich das Richtige tun. Ziele wurde eliminiert. Aber man kann sich wirklich nur fragen, ist das, was wir tun, wirklich richtig? Weil alle bisherigen, die wir getötet haben, haben keine Reue verspürt. Das lässt zu zweifeln. Erwarten. Irgendwas. Das lässt Zweifel Wenn zu. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie Leute auf der Straße. Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt.
Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Komische Frage. Mehr Balken. Für unsere Lebensleiste. Und wir sind jetzt Rang 6 und haben extra Wurfmesser. Na ja, gut, nimm deine Waffe, bla bla bla. Dann kriegen wir noch ein paar extra Wurfmesser. Naja. Gut. Ja, das Geheimnis um die Person, die wir töten, hätte sich gelüftet. Die Templer sind es. Und ja. Steht also Assassinen gegen Templer. Wir haben ihren Schatz. Das Geheimnis um ihren Schatz werden wir aber noch lüften. Zumindest sagt das unser Meister. Ja gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme. Ich mache hier jetzt mal Schluss für diese Aufnahme. Wir sehen uns entweder in der nächsten Folge oder gleich wieder. Ihr kennt das ja. Bis dann wünsche ich aber alles Gute. Bis dann. Ciao.